Ich bin Amos Pieper, bin im Winter hierhin gewechselt von Borussia Dortmund, trage hier die Rücknummer 2 und bin ca. 1,92 Meter groß. Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Also erstmal habe ich mich riesig gefreut, als dann irgendwann feststand, dass ich auch starten werde. Ja, und die Jungs haben es mir auch recht einfach gemacht, haben mir Mut zugesprochen. Ja, wie gesagt, dass ich mein Spiel spielen soll. Ja, von daher war ich klar natürlich ein bisschen angespannt, weil gerade das erste Spiel in der zweiten Liga von Anfang an ist jetzt, man wird lügen, wenn das jetzt irgendwie dann irgendwie ein Spiel wie jedes wäre. Und ja, und dann, klar, liegt man auch noch direkt 2-0 in Rückstand, was dann natürlich auch wie so ein Schlag ins Gesicht ist für einen Moment. Aber ja, ich denke, da hat die Mannschaft, wie so oft in der Rückrunde jetzt, soweit ich das beurteilen kann, ja, eine gute Reaktion gezeigt, haben dann ja, auch dank Fabi Klose dann das 2-2 noch gemacht und ja, vielleicht wäre am Ende sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, deswegen komplett zufrieden sein können wir nicht, aber ja, den Punkt nehmen wir gerne mit. Ja, das ist so eine Sache, die eigentlich recht schnell beschrieben werden kann. Also ich habe das jetzt auch in den Kurzeinsätzen, die ich bisher schon hatte. Also es ist vom Tempo einfach noch mal viel, viel höher. Ich denke, das ist generell im Fußball so, dass du je höher du kommst in den Ligen, desto höher ist vor allem dieses Tempo, was jeder Einzelne hat und auch das Tempo vom Ball, wie schnell ja, die Spiele dann laufen. Ja, und jeder einzelne Spieler, sag ich mal, bringt noch viel mehr einzelne Qualität mit als vielleicht in ein, zwei Ligen darunter. Aber ja, deswegen ist es auch die zweite Liga und nicht die vierte, sag ich mal. Wobei man auch sagen muss, dass gerade in Deutschland ja die dritte und auch vierte Liga ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Ja, also ich muss erstmal sagen, ich habe mich sehr gut eingelebt, weil ja, ich habe das auch immer mal wieder so zu Leuten gesagt, die mich so gefragt haben, wie ist es denn so und so weiter. Habe mittlerweile auch eine Wohnung hier, fühle mich echt wohl. Und ich muss sagen, die Unterschiede zwischen Ost- und ja, Ostwestfalen und den, sag ich mal, Kernwestfalen oder den Ruhrpottland sind gar nicht so riesig, weil ja, wir sind ja immer noch, sag ich mal, im Westen. Es wäre jetzt, glaube ich, was anderes, wenn ich jetzt irgendwie im Osten wäre, im Süden wäre. Da wären es dann schon nochmal andere Leute. Deswegen, also ja, ich bin auch jetzt auch noch keinen gestoßen, der mir irgendwie komisch kam oder sonst irgendwas. Ja, und von daher auch innerhalb der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl. Die Jungs sind alle ganz cool. Ja, und jetzt geht es halt darum, dann ja, nach und nach noch mehr Spielzeiten zu kriegen, um mich dann auch ja, auf dem Platz immer wohler zu fühlen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich da jetzt ja, mich sehr, sehr wohl fühle. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, davon zu berichten. Also ich muss sagen, es ist emotional schon irgendwie ein bisschen weit weg. Also solange ich jetzt nicht darauf angesprochen werde, um so richtig das mal nachempfinden zu können, brauche ich selber auch irgendwie die Bilder und den Ton dazu. Dann ist es schon nochmal auf jeden Fall Gänsehaut pur. Ja, und in so einem Moment, also ich kann es ja kurz so beschreiben, vor dem Elber war ich wie in so einem Tunnel. Ich war ja auch einer der hinteren Schützen, das ist ja irgendwie als Verteidiger vielleicht normal. Ja, und plötzlich hieß es, du schießt jetzt, das könnte der entscheidende Elber sein. Und ja, dann konzentriert man sich eigentlich erst nur auf den Schuss und plötzlich ist der Ball drin und das ist ein mega Gefühl, ein unbeschreibliches Gefühl. Plötzlich rasten 33.000 Zuschauer aus und ja, das werde ich in meinem Leben nie vergessen, egal was jetzt auch noch kommt, weil das war auf jeden Fall ein riesen, riesen Ding. Und ja, einfach ein saugeiles Gefühl. Also ich muss sagen, dass das Aue ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist. Ja, ich weiß nicht, wenn man so an zweite Liga denkt, ist Aue irgendwie immer schon dabei gewesen, vielleicht nie so ganz oben mit dabei, deswegen vielleicht so ein bisschen unscheinbar, aber ja, ich muss sagen, die sind ja in der Rückrunde auch ja, ganz gut gestartet, haben viele Punkte geholt, jetzt gegen Dresden ja gestern verloren, aber ich habe die Zusammenfassung, die sind ein bisschen unglücklich und ja, da war es uns ein Brett, aber ja, ich denke, dass wir uns als Mannschaft, sag ich mal, sehr gut auf den Gegner vorbereiten müssen und dann haben wir gerade zu Hause mit den Fans im Rücken hier gute Chancen, ein gutes Spiel zu zeigen. Wer ist dein Idol? Ja, ich muss zunächst mal sagen, so ein richtiges Idol, wo ich jetzt eine ganze Kindheitstage drauf geschaut habe, habe ich nie wirklich gehabt, sondern habe mir immer so, sag ich mal, viele Sachen von vielen Innenverteidigern abgeschaut. Ja, vielleicht war es ein bisschen vermehrter von Mats Hummels, weil er ja lange Zeit auch in Dortmund gespielt hat und ich mir ja sehr, sehr viel von ihm abschauen konnte, gerade was ja, den Spielaufbau betrifft. Er hat eine überragende Spieleröffnung. Das war immer so ein Spielstil, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Was sind neben Fußball deine Hobbys? Ja, erstmal ist es ganz cool, dass Fußball ja lange Zeit mein Hobby war und dass man jetzt so nach und nach das zum Beruf machen kann. Aber ja, wie gesagt, ich treffe mich sehr, sehr gerne mit Freunden, versuche ja in freier Zeit sehr, sehr viel mit Freunden und Familie die Zeit zu verbringen. Spiele auch hier und da gerne mal eine Runde FIFA an der Playstation. Und ja, jetzt, wo das Wetter wieder besser wird,
Ja, nehme ich auch gerne mal andere Ballsportarten, ja, vor allem Basketball, zwischendurch mal, macht auf jeden Fall Bock und ist eine coole Ablenkung. Was würdest du anderen jungen Spielern für den Weg zum Profi mit auf den Weg geben? Ja, was ich sagen kann, ist, dass man, ja, sobald man die Möglichkeit hat, egal bei welchem Verein man jetzt erstmal spielt, ja, habt irgendwie immer den Ball dabei, sobald irgendwie ein paar freie Minuten hat, das Wetter gut ist. Ich habe es teilweise auch im Haus manchmal gemacht, aber ja, einfach immer irgendwie einen Ball am Fuß haben, weil das bringt einen dann irgendwann weiter. Und ja, und immer an euch zu glauben, egal, also mir wurde auch ganz oft gesagt, ich würde es irgendwie nicht schaffen oder habe von so vielen Leuten auch schon gehört, ja, nachher reicht es eh nicht und so weiter. Ja, glaubt an euch, aber arbeitet auch an euch. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen, denke ich. Und dann, ja, mit ein bisschen Talent kann es irgendwie jeder dann auch weit bringen.